Na, da komme ich nicht hoch. Die ganze Stadt ist mal wieder so leer. Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens zu wahren und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Nie unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens? Ich schwöre. Und dies fortan bis in den Tod. Egal, was passiert? Ich schwöre. Dann seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Ihr seid jetzt ein Templer, Herold einer neuen Welt. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und jetzt sind wir wohl ein Templer. Verstehen Sie jetzt? Ich begreife, warum Sie so an Cormac interessiert sind. Shae sah das wahre Antlitz der Welt und wählte seinen Weg entsprechend. Eine ähnliche Wahl steht auch Ihnen bevor. Wer hätte gedacht, dass Sie so weit kommen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt immer noch der Zugriff auf die Server im Keller, aber einer ist ganz oben im Gebäude, neben Melanies Büro. Der nächste halt. Wieso mache ich das eigentlich immer? Also im Ernst? Haben Sie keinen Techniker? Der ist wahrscheinlich verschwunden. Also Sie konnten nicht bezahlen. Ich bin wahrscheinlich wieder Ihre billige Arbeitskraft hier. Ich verstehe das echt nicht. Wieso macht ein normaler Mitarbeiter hier die Server wieder startklar? Ha, geil. Könnten Sie mal in mein Büro kommen? Wir müssen reden. Oh Gott. Natürlich. Bin unterwegs. Dieses Büro gehört einem Mann namens Olivier Garneau. War mein Vorgänger als Chief Creative Officer bei Abstergo Entertainment. Otto Berg ist Vertreter von unserer Dach, Abstergo Industries. Er zeigt ihnen die wahre Geschichte der Welt, so wie einst mir. Olivier war nett, intelligent und liebte unsere Arbeit. Aber vor einem Jahr erblickte diese Wahrheit. Er wurde nie gefunden. Normal, wir bringen die Leute nicht so auf den neuesten Stand, aber sie haben gearbeitet und sich bewährt, also... Ich gewähre Level 2 Security-Zugang. Server dieser Etage liefern mehr von Shays Erinnerung. Oh, dann gehen wir mal einen Server reparieren. Um Shays Erinnerung freizuschalten. Ah, da haben wir schon. Security Stufe 2. Und da ist auch unser Server. In den wir uns jetzt einklinken. Und damit haben wir's.
François Macondal rettete Baptiste vor der Sklaverei und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macondal war ein grausamer Mentor. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macondal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macondal durch seine öffentliche Hinrichtung 1758. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch. Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macondals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar, die inhärente Überlegenheit der Templer-Ideale über den Assassinenterror. Okay. Ihr Animus ist bereit und wartet. Wie schön. Wieso könnt ihr das aber nicht selbst reparieren? Oh, das ist Klo. Also gut geputzt sieht anders aus, Leute. Naja. Na, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Da geht's lang zum Aufzug. Und zurück zum Büro. Nicht schlecht, Strohkopf. Ich habe den nächsten Satz von Chefs Gedächtnis hochgeladen. Wir haben es fast. Sie dienen hier einer guten Sache. Selbst wenn Sie noch nicht wissen, was es ist. Na, aber sicherlich. Ich sage ja nur, dass uns Violett nicht schon vorher für den kaputten Aufzug hätte anschreien sollen. Ach, bring mich um. Pff, könnte ich, aber sie würde dich zum Leben erwecken und du müsstest wieder ran. Hm, ja, komm hin. Shit, was ist passiert? Noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Chez ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. Ah, wieder in Paris. Da schiebt sich einiges aus Assassin's Creed Unity mit zusammen. Ich hab's. Chez ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum. 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Hm, ja, die Gegend kenne ich aus Unity. Ich fühle mich zurückerinnert. Oh, komm, um Himmels Willen. Wie schon aus Unity gewohnt, einmal hochklettern. So, jetzt müssen wir ihn finden. Ich will keinen Ärger mit euch. Du unkultiviertes Schwein, hättest deinen Urwald nicht verlassen sollen. Komm schon. Philadelphia. Den erledige ich mal kurzerhand. Und den auch. Hier macht mir niemand was vor. Du bist der Letzte. Shay? Seid ihr das? Wie lange ist das her? Ah, wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich
Ich muss zu meiner Familie. Dann verteidigen wir mal kurzerhand. Ah, da haben wir schon mal einen. Zack. Nummer 1. Da ist auch schon Nummer 2. Ah, der nimmt den Weg hier. Ach, lauf doch nicht so schnell. Ich dachte, du wärst schon ein Ticken älter. Hab ich dich. Mann, Mann, Mann. Die Nerven heutzutage aber auch. Was? Geil. Danke, Shay. Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Verbrecher ausfindig machen. Okay. Dann will ich mal. Da haben wir auch schon Nummer 1. Da haben wir Nummer 2. Mensch, da fehlen noch 3 Stück. Bisschen Munition besorgen. Okay, ich gehe mal nach oben. Vielleicht sind oben welche. Mir fällt nämlich nichts Besseres momentan ein. Da ist auf jeden Fall einer. Da habe ich da irgendwas Leuchten gesehen. Doch nicht. Will mich getäuscht haben. Nicht mehr viel Zeit. Da haben wir einen. Verdammt, noch eins. Lass dich einmal runter. Da oben. 10, 9, 8, 7. Oh oh. Verteidigen. Sie sind alle wohl auf. Oh nein. Uns verfolgt. Da sind noch mehr. Oh, verdammt. Ah, ich dachte, ich soll ihn verteidigen, weil da irgendwelche am Boden angreifen werden. So ein Mist aber auch. Diesmal weiß ich, wo sie stehen. Oh, Nummer 1 muss hier irgendwo sein, da haben wir ihn. Was um alles in der Welt soll der Scheiß? Ganz ehrlich. Was soll das? Verstehe ich nicht. Da haben wir einen. Wird's endlich mal was? Danke. Da haben wir einen. Da unten ist einer. Entschuldigung. Wollte ich ja nicht treffen eigentlich, aber egal. Da haben wir einen. So, jetzt last but not least. Ah, Mann, diese Bewegungsabläufe. Komm schon. Ja, diesmal muss es reichen, noch eine Minute.
Da, Mann, letztens. Wie habt ihr das gemacht? Was für ein Glück. Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gilt mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Wir müssen wohl nach Versailles. Und was dort passiert, wissen alle, die Unity gespielt haben. Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chase Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Okay. Mal sehen, wo wir uns befinden. Shay Cormack, ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Ich bin kein Experte, Sir. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen. Sagt mir, was ihr seid. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer Edensplitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe vor Louisburg. Wir treffen einen Royal Navy Offizier, James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. Das kann ja was werden. Wenn die nächste Stadt, das nächste Fort oder sonst irgendwas hochgehen lassen, die Assassinen. Eieiei. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus. Und jegliche Arglist liegt ihm fern. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig. Vor allem, da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Holz ist. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe.